Willkommen zurück zu Pokémon Schild. Wir sind hier kurz vor der sechsten Arena. Tipps und Trainer, die im Pokédex empfohlenen Pokémon-Arten ändern sich täglich oder dann, wenn du alle Pokémon auf der Liste gefangen hast. Jojo. Cool, cool. Weil die Stadt ist ja cool. Ja. Ich schaue mir die Kämpfe des Arenaleiters immer auf dem Monitor im Stadion an. Übrigens, wie findet ihr eigentlich mein neues Outfit? Sieht das nicht cute aus? Braune Schuhe, so braune Winterschuhe meine ich. Pinke Strümpfe. Ein grünes Kleid. So, neue Tasche. So ein pinker Pulli. Und dann so ein geiler. Oh, ich liebe diese Mütze. Die ist so lustig. Die Kälte drückt auf meine Stimmung. Der Halt Flampion ist deutlich besser. Es speichert nämlich umso mehr Kraft, je kälter es ist. Ja, normalerweise ist es genau andersrum mit Feuer. Aber es ist ja Gala hier. Sir Chester Stadion. Da gehen wir jetzt rein in die Arena Nummer 6. Oh, Hauptwir kämpfen, oder? Oh Mann, ich habe gerade eine Riesenpleite heimgefahren. Was? Hast du verloren? Meine Strategie gegen Eis-Pokémon war wohl doch nicht ganz das Wahre. Dabei hatte ich sie mir doch 1:1 von meinem Bruder abgeguckt. So ein Mist. Hier hast du die Liga-Karte der Arena-Leiterin, gegen die ich gerade verloren habe. Wirf besser einen guten Blick darauf, bevor du dich der Herausforderung stellst. Und wir sollten eigentlich einen Feuerpunkt verwenden, aber wir tun es nicht. Ich muss mir dabei überlegen, was ich an meinem Team ändern kann, um zu gewinnen. Das Wichtigste ist wohl, dass ich mit mehr Selbstvertrauen an die Sache rangehe. Mag sein. Mag sein. Balduin! Hey, ich bin's, Balduin. Für jemanden wie dich, dessen Schicksal unter einem Wunschstern steht, habe ich genau den richtigen Ball. Hier, bitte sehr. Einen Mondball. Ein Ball, der sich besonders gut eignet, um Pokémon zu fangen, die sich durch einen Mondstein entwickeln. Also Pipi. Mit einem Mondball lassen sich Pokémon leichter fangen, bei denen der Mondstein eine Entwicklung auslöst. Schon faszinierend, was da alles in einem Pokémon steckt, oder? Macht der Rett den Lach-Emoji nach, oder was? Alter, Hilfe. Oh Gott. Unsere Fan! Nur weil das Ende in Sicht ist, darf man nicht nachlässig werden. Stimmt. Hey, das ist die, die in letzter Zeit für Aufstehen sorgt. Oh mein Gott, sie kennen mich. Hey, ich habe die noch in den Nachrichten gesehen. Um Pokémon gegenüberzutreten, gegen deren Typ man im Nachteil ist, braucht es mehr als Mut. Man muss sich vorbereiten und eine gute Strategie entwickeln, um zu bestehen. So, wen nehmen wir dann mal nach ganz vorne? Ich habe Cremi. Das passt sogar. Und Kursi wird sich auch heute entwickeln, Leute. Oh, warte, ich muss kaufen. Dringend. Dringend. Ich habe keine Heil-Items, wie man sehen kann. Wie viele kann ich eigentlich insgesamt kaufen? Alle? Hm, nicht ganz. Aber wir holen uns mal 20, wie immer. Übertränke habe ich noch. Passt. Oh, warte, Beleber. Beleber sind wichtig. Oh, was wir 10 haben. Was? Mein Geld ist weg? Habe ich gerade ernsthaft im Klamottenladen alles verbraselt? Habe ich gar nicht bemerkt. Lol, sorry. Willkommen, Arena Challenger. Würdest du in unserem Arena-Stadion da antreten? Jawohl. Wunderbar. Dann zieh dir doch bitte in die Umkleidekabine deine Uniform an. Okay. Ich hoffe, mir ist nicht kalt dort drin. Das wäre nicht so geil. Ja, nimm diesen Fallgruben-Detektor. Den benötigst du für die Arena-Mission. Was? Fallgruben-Detektor? Ist das hier etwa wieder Gen 2? Wo man einen bestimmten Weg gehen muss. Lol, was habe ich denn da? Der Detektor. Nun denn, soll ich dir die Regeln der Arena-Mission von Chester erklären? Gut, dann habe ich ein paar erklärende Worte zum Fallgruben-Detektor für dich parat. Überall im Missionsbereich sind unsichtbare Fallgruben versteckt. Wer in solch eine Fallgrube plumpst, wird zur zuletzt erreichten Plattform zurückgebracht. Der Detektor vibriert stärker, je näher du einer Fallgrube kommst. Das wäre voll geil, wenn wir von Magnetilos oder so hochgeschleudert werden. So, die tragen einen hoch oder so. Und viel Erfolg! Okay. Hörst du mich? Bleib ruhig und gehe langsam weiter. Okay. Hier können wir lang. Hi! Solange mein Eis-Pokémon bei mir ist, bewahre ich immer einen kühlen Kopf. Einen kühlen Kopf.
Arena-Trainer Tony mit all seinem Snom Nom 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 Nom. So, unser Krimi zeigt dir, was da, wo der Haken hängt, du. Das ist ein einziges Pokémon, das ist Level 38. Pfeh, das ist ja gar nichts. Easy. Easy peasy lemon squeezy. Nicht mein Level Up war es wert. Was? Ich kann unmöglich verlieren. Toss du Abatlatte, du Opfer. Solange mein Eis-Pokémon bei mir ist, bewahre ich immer einen Kühlkopf. Er sagt das Gleiche. Warum sagt er das Gleiche? Hier ist eine Falle. Mein Controller vibriert nämlich. Hier ist eine Falle. Hier lang. Ja, ja, hier ist lang. Oh, ich falle! Nein! Oh, schade. Man sieht's nicht. Aber man sieht zumindest die Fallen. Wie sie offenbar gelegt werden. Okay, wir können lang. Okay. Das erste haben wir bestanden. Und man sieht sogar, wo alles ist. Cool. Ah. Okay. Gut so. Schärfe deine Sinne. Hier können wir lang. Hi. Hallo Challenger, ich werde dich und deine Pokémon einfrieren und deine kleine Stücke zerschmettern. Ist das so? Wollen wir noch mal sehen, Leonie. Oh, die ist echt cute. Austoss. Austoss. Ich finde, Austoss ist so ein Pokémon, das könnte sich auch noch mal entwickeln, oder was mit ihr? Wie viele Pokémon hat sie? Nur das eine Austoss? Das ist aber ein wenig enttäuschend so. Ist ja easy down one hit. Seht ihr? Ich bin zu stark. Level für Cremi 42. Nice, nice, nice. Eis, Eis, Eis. Scheinbar hättest du mich zusammen mit meinem Stolz zerschmettert. Tja. Tja, 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 tja. Eis-Pokémon können nicht einfrieren. Sie mögen einen Haufen anderer Schwächen haben, aber ich mag sie trotzdem. Ja, Eis-Pokémon haben viele Schwächen. Das stimmt. Ich muss mich gerade konzentrieren wegen der Vibration. Da können wir nicht lang. Da können wir nicht lang. Was? Oh, ich habe keine Abkürzungen gehen. Aber die Arena Challenge ist cool. Die ist von der Grundidee auf das von Gen 2, aber es ist ganz anders als in Gen 2. Okay, da können wir nicht lang. Da können wir auch nicht lang. Oh, als ob das ganze, der ganze Weg voll ist. Da müssen wir hier lang. Aber wo hier? Hier auch nicht. Mm-mm. Hier können wir lang. Hi! Na, Arena Challenger, bist du hier, um Mel rauszufordern? Ich glaube, Mel ist in Schwert anders. Dass er jemand anders Eis-Pokémon hat. Ich bin mir aber nicht sicher. Siberius ist ein richtig cooles Pokémon. Ich finde das so cool. Ich liebe es tatsächlich. Es ist ein richtig cooles Pokémon. Ich kann es eigentlich nur jedem empfehlen. Oh, es ist überlebt? Krass. Ja, weil es einfach so cool ist. No pun intended. Ey, das macht voll viel Damage. Hör mal auf mit dem Blödsinn hier. Zauberschein, auch wenn ich davon krass keine AP mehr hab. Ist halt so. Weg mit dir. Weg vom Fenster. Nintendo Level 46. Überflutung? Neu, oder? Überschüttet das Ziel mit Unmengen an Wasser und ändert den Typ damit in Wasser um. LOL. Okay. Ja. Ich weiß nicht. Nein, danke. Heute sag ich nein, nein, nein. Mel zieht mir die Ohren lang, wenn sie hört, dass ich gegen dich verloren habe. Sorry, Bro. Muss aber durchkommen. Mel kämpft wie eine Furie, sie will immer gewinnen. Einigen Leuten mag dieser Kampf sie zu kaltblütig vorkommen, aber ich finde ihn nicht schlecht. Oh Gott, da kann ich lang. Hier kann ich nicht lang, ich muss so rum. Hier rum wahrscheinlich. Nein! Hör, ich hang schon drauf. Hä? Lol.
Aber ich glaube, ich kann hier nach ganz rechts. Ja. Wir sind da! War's das? Oder kommt noch mehr? So, wo war alles? Ihr seht's ja, ich muss mich auf die Controller-Vibrierung konzentrieren. Willkommen in dieser schneeweißen Welt. Hab Vertrauen in dich und selbst, in dich selbst und kämpfe dich durch. Oh, jetzt muss ich auf das komplette Vibrieren achten. Hier nicht. Hier auch nicht. Vibriert hier. Oh nein, hier auch. Oh Gott, hier nicht. Du bist nicht geil, beste Freund, oder? Nein, bin ich nicht. Noch nicht. Nein, hier ist. Okay, hier nicht. Hier ist. Hier ist. Hier ist komplett frei, aber ist auch niemand. Hier ist was. Hier ist auch was. Nein! Oh, jetzt bin ich ganz am Anfang. Oh! Das hier. Na, hier ist doch ein Ding. Hier kann ich nicht lang. Komm mal hier lang? Oh, lol, hier hätte man lang können. Ups. Sorry, Jungs, Mädels. Noch ein bisschen, bleib konzentriert. Hier ist ein Trainer. Na komm, ich muss kämpfen. Immer weitergehen, auch wenn man den Weg nicht sieht. So läuft die Arena-Mission hier zur Chester-Stadion nun mal. Tja, dann ist es halt so. Wir werden heute noch gegen Mel kämpfen. Arctilas. Ach, das ist das Pokémon, was ich nur entwickeln kann, wenn man, oder? Wenn man den 3DS bei einem Level Up umdreht? Oder war es ein anderes Pokémon? Egal, wie auch immer, es wird auf jeden Fall untergehen. So, wahrscheinlich. Bam. Fast besiegen können. Aua, aua. Aua, aua. Bitte verreck einfach denken. Bam. Pokusan hilft echt mit. Also unser Krimi. Und Zwoller kriegt dafür ein Level Up. Wow. So wie du an den Sieg deiner Pokémon geglaubt hast, musst du auch an dich selbst glauben. Okay. Werd nicht leichtsinnig. Gerade wenn man denkt, was mein Ziel ist, landet man schneller mal in einer Fallgrube. Okay, merke ich mir. Okay, warte, bevor wir da weitergehen. Ich glaube. Es gibt hier rechts noch eine Trainerin. Aber hier komme ich lang, oder? Mhm. Was? Oh lol. Okay, nee, hier kommen wir überhaupt nicht lang. Ich komme da noch zu. Ich glaube, hier gibt es noch eine Trainerin irgendwo. Ich habe auch das Gefühl. Hä? Ah, hier ist so lang. Was? Das hat mir gar nicht angezeigt. Ich habe nur so leichtes Vibrieren gefühlt. Ein bisschen hier lang. Eile mit Weile. Oh, oh nein. Nein. Nein, nein. Ja. Nein. 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 Was? Och man. Ernsthaft? Oh nee. Das war so anstrengend und so schwer. Wo bin ich denn jetzt runtergefallen? Hier. Nein. Ja, das bringt mir ja nichts. Na, nur hast du dich verlaufen? Uff. Anscheinend. Ich muss hier lang, oder? Oh nein, nein, nein. Nein. Doch hier. Du musst bis zum Schluss durchhalten. Oh, ich seh's. Ich seh alles. Aber hier geht's nicht lang. Hier geht's lang. Woo! Das war echt schwer, das letzte. Das hat mir gefallen. Das hat mir echt gefallen. Guckt euch das an. Und hier. Ich habe so viel da hier am Ende. Das war echt krank. Aber wir haben's geschafft. Und können nur den Detektor entfernen. Super gut gemacht. Dankeschön. Du kannst stolz auf dich sein. Danke. Yeah. Guys, let's go. Hallo. So.
Und diesmal werden wir keine ganze Folge brauchen. Gegen diesen Arenaleiterkampf. Nein, nein, nein. Aber erstmal müssen wir Cremi heilen. Mit einem Supertrank. Und noch einem. Damit es auch schön gestärkt ist für diesen wichtigen Kampf gegen Mel. Mel ist nämlich eine richtige Eisbombe. Guckt sie euch an. Ich bin Mel, wie du dir sicher schon gedacht hast, befehlige ich ein Team aus Eis-Pokémon. Du hast ja auf dem Weg zu mir ein paar blaue Flecken geholt, was? Tja, meine Fallgruben sind eben unberechenbar. Aber glaub ja nicht, dass du deshalb von mir das Schonprogramm bekommst. Sobald ich dich erstmal eingefroren habe, gibt es keinen Kommen mehr. Was ich dann mit dir mache, fragst du? Tja, das wirst du schon sehen. Ich werde dich kaltblütig auf Eis legen. Das ist eben mein Stil. Oh, die Arena ist sogar aus Eis. Hier, da steht Boden an. Oh mein Gott, das ist raus. Gegen Mel. Sie fängt an mit einem Motti Hineva. Das ist die Weiterentwicklung von Snom Nom. Das wird jetzt erstmal auseinandergenommen. Von meinem Cremi. Ja, das hat gegangen. Eine Chance gegen mein Cremi. Nein. Aua, lass doch den Blödsinn, ey. Hör auf mich zu schwächen, Mann. Das finde ich echt nicht nice. Dafür kriegst du mein Eis. Oder andersrum. Das ist mir gerade egal. Ich mach dich auf jeden Fall down. Du hast keine Chance gegen mein starkes Team. Vor allem nicht gegen Talion. Zauberschein macht dich zu hoch. 100% down. Du hast einfach keine Chance gegen mein Pokémon-Team. Auch wenn mich Hagelkörner treffen von dem Schnee. Am Pivi, ja, kämpft nun, aber es ist in Eis. Es ist jetzt sehr seltsam mit dem neuen Design, wie ich finde. Ja, ja. Primano darf jetzt sich beweisen, auch wenn es einen Level-Unterschied hat. Ist aber mir Schnute, denn du kriegst auf die Schnute. Ey. Hör auf mit dem Blödsinn, das finde ich überhaupt nicht okay. Hör mal damit auf hier. Ja, was könnte ich jetzt nur einsetzen? Ich versuch mal mit Zauberschein, mit Primano und du. Was machst du? Greifst an mit Eiszapfen, die tatsächlich sehr viel Schaden machen, aber ich mach Zauberschein und du hast keine Chance gegen meine Pokémänner, die dich down machen. Ja. Zwolllock darf es mal versuchen. Ich weiß nicht, ob er das kann. Aber ich hoffe doch. Denn sie hat sehr hohe Levelte Pokémon bei sich. Ja, das wird ein Problem. Wir haben kein Feuer-Pokémon bei uns. Nee. Nein, das haben wir leider nicht. Nein, nein, warum sollten wir? Wir sind zu krass dafür. Warum singe ich die ganze Zeit? Tja, so bin ich halt. Damit müsst ihr leben. Ha, ja. Okay, komm, ich hör mal auf. Ich finde die Musik einfach so episch. Und es ist immer so ein Hype-Moment gegen Arena-Leiter-Trainer. Arena-Leiter, was auch immer. Was? Trance-Modus? Was? Was passiert da denn auf einmal? Jetzt ist es doch Typ Feuer? Oder was passiert da? Ich check das gerade nicht. Was? Digga, Plampivian in Eis ist ja richtig stark. Damn, das müssen wir erstmal abschießen, du. Ich hoffe, wir dürfen überhaupt angreifen als erstes. Du könntest aber instant KO'n, glaube ich. Versuchen wir's. Yes. Boom, Headshot. Was ist das effektiv? Wasser ist effektiv gegen Eis? Volltreffer sogar. Was? Bin ich gerade komplett behindert und hab das vergessen? Oder war das gerade ein anderer Typ noch? Primano, Cremi und Kursi Level up und Kursi entwickelt sich nach dem Kampf. Oh mein Gott, geil. Kubuin. Oh, Kubuin sehen wir jetzt. Das ist so das lustige Pokémon. Es ist nämlich ein ganz normaler Pinguin mit einem
Würfel auf seinem Kopf. Ich finde, das sieht null aus wie ein Pokémon. Oder was meint ihr, Leute? Schreibt's mal unten rein. Ich finde, das sieht überhaupt nicht aus wie ein Pokémon. Boom, Hatcher. Es lebt noch, es war nicht effektiv. Okay, dann lag's an Papivian anscheinend. Was? Ist effektiv? Nicht sehr effektiv? Eis? Fällt doch Wasser ein. Ist doch sehr effektiv, oder nicht? Habe ich mich da irgendwie geirrt oder so? Naja. Wir räumen auf jeden Fall auf hier. Was ist ihr letztes Pokémon? Hm? Was ist es? Lapras. Yo. Wir versuchen nochmal die Giga Dynamax Form von Krimi. Ich weiß nicht, ob es diesmal funktioniert. Ich werde es auf jeden Fall versuchen jetzt. Selbst wenn es nur ein kleiner Splitter ist, Eis bleibt Eis. Du wirst schon sehen. Lapras, nämlich auch ein Eis-Pokémon und hat eine Giga-Dynamax-Entwicklung. Es ist Wasser-Eis. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Wir versuchen es mal. Dann mal los, Giga-Dynamax. Vergrabe alles unter eigene Kraft. Wow, 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 wow. Wie sieht's aus? Ich kenn's noch nicht. Ui. Eigentlich ist es immer noch gleich, nur es hat Ringe. Viele Ringe. Cool. Interessant. Das haben wir aber auch. Und ich hoffe, jetzt sind wir endlich meine Torte. Ich weiß nicht, warum es letztes Mal nicht geklappt hat. Ich habe die Kommentare noch nicht lesen können. Ich mache das alles an einem Stück. Und es ist immer noch keine Torte. Und ich bin sauer. Warum ist es keine Torte? Warum? Warum? Das regt mich gerade richtig auf. Warum ist es keine Torte? Ihr habt es ja in diesem einen Kampf gesehen, dass es eine Torte war. Aber das regt mich gerade schon auf. Ich hätte gerne auch selber eine Torte. Das ist blöd. Dünerzauber! Wir setzen Schutzschild ein. Und jetzt, wo wir wieder klein sind, können wir unser Pokémon wieder wechseln. Ich verstehe nicht, warum wir keinen Kuchen waren. Nervt mich. Torte. Aber ist halt immer so. So, wir wechseln auf Inteleon. Wow, wow. Der Kampf ist aber sehr cool gewesen. Und die Arena auch. Hat wirklich Spaß gemacht, tatsächlich. Ja? Also das Spiel, Pokémon Schwert und Schild, das sind keine schlechten Spiele, das sind gute Spiele tatsächlich. Sie haben ihre Fehler, ihre Schwachstellen, aber es sind gute Spiele. Ich kann sie eigentlich nur empfehlen. So wie jedes Pokémon-Spiel eigentlich. Guck mal, Sonne, Mond, Ultrasonne, Ultramond, kommt drauf an, wenn du das eine schon hast, brauchst du das andere eigentlich nicht mehr. So sehe ich das zumindest. Aber schwarz und weiß sind die sogar ganz anders. Na egal, das ist jetzt ein anderes Thema. Es wird auch zu regnen. So, der finale Stoß kommt. Der finale Stoß wird Kehrtwende sein. Warum nicht? Lapras ist down. Routini Level Up. Und Kursi wird sich jetzt entwickeln. Yeah. Oh. Ich will mich einfach in einem Loch verkriechen. Wobei. Meine, in den Löchern hier recht tief fällt. Was? Ich will mich einfach in einem Loch verkriechen. Wobei meine in den Löchern hier recht tief fällt. Okay. Muss ich das verstehen? Aber was verstehe ist, dass sich mein Pokémon entwickelt. Kursi! Ich hab dich lieb, entwickel dich! Juhu! Es wird zwar jetzt sterben, aber in einer neuen Seele wiedergeboren werden. Man sieht's! Es ist nur ein Geist. Gorgason! Ich bin stolz auf dich. Auch wenn du irgendwie in einer Art und Weise gestorben bist.
Ich bin trotzdem stolz auf dich, Gorgason. Kursi. Das ist ja mal eine Überraschung. Du hast wirklich was auf den Kasten. Dass ich verloren habe, ist natürlich frustrierend. Aber ein Nachwuchstalent wie dich zu entdecken, macht das wieder wett. Hier, nimm dir den Eisorden. Schön wie er glitzert, oder? Level 50. Wie es wohl wäre, wenn du irgendwann als Cem meinem Sohn gegenüberstündest. Versprich mir, dass du ihn ordentlich in die Mangel nimmst, falls dieser Tag hier kommen sollte. Okay, gerne. Glückwunsch zu deinem Sieg gegen Mel. In Anerkennung deiner Leistung gebe ich dir diese Term. Eissturm. Nice. Ich guck mal, dass Kursi das erlernen kann. Das ist eine gute Attacke. Nachbildung von Mets berühmter Uniform. Okay. Da ist doch ein Schilder gut. Ich unterstütze ab jetzt nicht mehr Cabo, sondern sie hier. Oh, wo. Ich werde mir mehr Kämpfe von ihr ansehen. Meine Mutter hat mir leider nicht den Sieg gebracht, aber das ist auf eine falsche Strategie beruhte. Naja. Ein Kampf, wenn an der Stadt in der schneit. Wenn man verliert, gefriert einem auch das Herz. Aber mich bin ich gefroren. Bei dir war ich wohl umsonst besorgt. Du lässt nie in deiner Wachsamkeit nach. Ja, ich gewinne immer. Hast du gehört, Balduin? Ich mache dich glücklich. Was? Sonja, das war ein phänomenaler Kampf. Weißt du was? Ich kenne da ein gutes Restaurant in Sir Chester. Kenn ich auch. Lass uns deinen Sieg doch dort feiern. Ich wollte ohnehin mal was mit dir besprechen. Das Restaurant heißt Steakhouse Lecker Paul. Ich weiß auch, wo das ist. Das ist nichts Neues, meine Liebe. Yeah. So, bevor wir da hingehen, wollen wir erstmal unsere Pokémon heilen. Da habe ich ja mein unsichtbares Item gesehen. 2 Kapseln X. Ja, die X-Kapseln sind eine Täuschung. Ganz ehrlich. Da ist es. Aber wir wollen erstmal ins Pokémon Center. Oh, ich bin zu langsam. Komm. Machen wir ohne. Ich mag mein Outfit sehr. Es sieht so süß aus. Oh Gott. Wir haben einen Kursula. Ja, Englisch heißt es Kursula. Das heißt auf Deutsch Gorgason, aber das ist ein dummer Name, ganz ehrlich. So, einen Moment. TM. Eissturm. Yes! Kursi! Du musst es erlernen! Für mich! Was hast du denn für Attacken? Kraftabsorber. Mm-mm. Machen wir Kraftabsorber weg. Will ich nicht. Zack. Eissturm. Nice, nice. Ice, ice, baby. Ice, ice. Skur, skur. Ich bin so froh. Wir haben so ein tolles Team. Ich bin so stolz auf mein Team. Ponita wird dann wohl für Schwert ausgesetzt. Leider. Ungewollt. Aber ist dann wohl so. Ups. Hehe. Tut mir leid dafür. So, wir können kurz abspeichern. Guckt euch das an, wie unsere Orden aussehen. Wir haben fast alle. Uns fehlen noch so 2 Hälften. Die werden wir uns auch noch holen. Aber hast du den Sani auf uns? Oh, Hopp ist auch schon da. Oh, hey, Michael. Du hast ja schon den nächsten Orden geschnappt. Was? Super. Da bist du ja. Wir haben bereits auf dich gewartet. Ich habe immer noch nichts Neues über die finstere Nacht oder die Pokémon des Schwertes und des Schildes rausgefunden. Ein Moment. Moment, Ball! Das! Das gibt's doch nicht! So ein fesches Poster. Ja, oder? Lecker voll strahlendes Lächeln wirkt richtig hypnotisierend. Aber warte! Das meinte ich gar nicht! Du bringst mich ganz durcheinander! Sorry. Die beiden Hellen sehen traurig aus. Und wo sind das Schwert und das Schild hin? Was hat diese Darstellung bloß zu bedeuten? Vielleicht wurden sie versiegelt? Das wäre möglich. Oder sie sind irgendwo in einen tiefen Schlummer gefallen. Waren das Schwert und das Schild nicht gleichbedeutend mit den kleinen Pokémon? Das hattest du doch durch die Entdeckung bei der antiken Stätte rausgefunden, oder?
Ja, genau, zumindest war das meine Vermutung. Könnte es sein, dass dieses merkwürdige Pokémon, das wir gesehen haben, am Ende das Schwert oder der Schild war? Hm, ich stehe gerade auf dem Schlauch. Von welchem Pokémon redest du? Maike, du weißt doch, was ich meine, oder? Kein Schimmer, wovon du redest. Doch, da bist du Schlummerwald. Ganz genau, und dieses Pokémon aus dem Nebel könnte doch eins der Pokémon aus der Legende sein, oder? Stimmt ja, ihr beide wart ja im Schlummerwald. Ich bin eigentlich nur auf diese Reise gegangen, weil Oma mich gedrängt hat. Aber inzwischen finde ich das alles ungeheuer spannend. Kommt, lasst uns erstmal essen. Aber ihr müsst mir haargenau erzählen, was da passiert ist. Worauf habt ihr Appetit? Was soll ich euch bestellen? Ja, eine Bratwurst mal eben, ne? Spaghetti mit Pommes. Geil. Hm, verstehe, sehr interessant. Alles klar, als nächstes sollten wir Sir Chester genau erkunden. Vor allem die Heroentherme würde ich gerne näher aus der Lu mitnehmen. Ja, das machen wir in der nächsten Folge. Haut rein.